Sind Sie schon auf Wikisana? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Naturmedizin. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mache mir schon manchmal Gedanken über meinen Körper und was muss da alles passieren, damit mein Körper all die Aufgaben, die er zu vollbringen hat, absolvieren kann und welche Intelligenz da dahinter steht. Und falls Sie sich da noch keine Gedanken drüber gemacht haben, ich habe heute einen spannenden, einen sehr sympathischen Interviewgast bei mir, der wird uns das Bewusstsein dafür noch etwas weiter öffnen. Deshalb bleiben Sie bitte dran, es wird spannend in diesem Gespräch. Ich freue mich, wenn Sie uns da mithin begleiten. Bis gleich, wir starten gleich. Lieber Matthias, Dr. Med. Matthias Meyer, Unfallchirurg und Orthopäde. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich habe es schon kurz eingeleitet, dass ich mir schon gelegentlich Gedanken mache über unseren Körper und was da so alles passiert. Ich habe mir mal Zahlen, Daten, Fakten im Internet geholt, wie viele chemische Prozesse pro Sekunde stattfinden müssen, dass die, ja, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert und ich keine, wie soll ich denn sagen, nichts merke, dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Und davon gibt's so einiges mehr. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, in diesem Gespräch mal zu schauen, was müsste denn eigentlich passieren, wenn man so einen Menschen konstruieren müsste oder würde? Genau. Das ist ja erstmal nur ein Gedankenexperiment. Mhm. Noch mal gespannt, was die Zukunft alles bringt. Aber um zu zeigen, wie kompliziert es eigentlich ist und wie wahnsinnig die ganzen Prozesse unsere Fantasie übersteigen, habe ich gedacht, wir könnten das ja mal in Gedanken mal probieren, einen Menschen zu bauen, was dafür alles zuständig wäre. Und da würde man ja anfangen, sich zu überlegen, wie so die äußere Form eines Menschen ist. Und wenn man die Menschen von außen sieht, sieht man erstmal die Haut. Und wenn man jetzt mal so ein gedanklich diese Haut einmal dahin projiziert, dann hätten wir aber erstmal nur einen Haufen Haut, der auf dem Boden liegt. Das ist erstmal noch kein Mensch. Dann müssen wir irgendwas haben, dass dieser Haufen Haut einmal sich aufrichtet. Das heißt, wir brauchen ein Gerüst. Und dieses Gerüst würde dann wahrscheinlich aus Knochen bestehen. Das heißt, wir brauchen da einen Fuß, Unterschenkel, Gelenke und dann müssten die Oberschenkel in ein Becken münden, die Wirbelsäule und der Schädel. Und dann hätten wir dieses aufrechte Konstrukt. Wenn man das aber macht, dann fällt das sofort wieder in sich zusammen, weil es nichts gibt, was das Ganze hält. Und dann müsste man irgendwie einen Halteapparat entwickeln. Und das können ja zum Beispiel Muskeln und Bänder und Kapseln und Faszien sein. Und dieses ganze bindegewebige Konstrukt, was dieses ganze Skelett irgendwie hält, wäre dann vorhanden. Aber das wäre starr. Es würde sich nicht bewegen, es gäbe keine Dynamik und nichts würde irgendwie funktionieren. Das heißt, wir brauchen dann eine Entität, die irgendwie Signale dorthin sendet, damit dieser Mensch anfangen kann, sich zu bewegen und etwas zu tun. Und diese Signale müssten dann von innen nach außen gehen. Also brauchen wir ein zentrales Nervensystem, ein Gehirn, das muss durch die Wirbelsäule einen Rückenmark bringen und dann aus allen Nervenwurzeln kommen dann Fasern, die den gesamten Körper steuern, damit wir dann laufen können. Damit ist es aber noch lange nicht getan, denn dieser Mensch sieht nichts. Er hört nichts, er fühlt nichts. Das heißt, wir brauchen Sinnesorgane. Wir brauchen Augen. Die Augen müssen so ausgerichtet sein, dass sie parallel zur Erdoberfläche sind. Sonst wäre das irgendwie schwierig. Es gibt ja Tiere, die in verschiedene Richtungen gucken können. Das ist für uns Menschen eher ungewöhnlich und sollte wohl nicht sein. Das heißt, wir brauchen ein Sinnesorgan, was Licht empfängt. Die Pupille muss anpassbar sein, dass je nach Lichtempfindlichkeit, wenn jetzt dunkel ist, muss die Pupille groß werden. Mhm. Wenn es hell ist, muss die Pupille wieder eng werden. Dieser Reflex muss muskulär vom Nervensystem automatisch, also autonom gesteuert werden. Das muss auf eine hintere Wand treffen, wo Millionen von Rezeptoren unterscheiden zwischen Schwarz und Weiß und Farben. Die Linse muss sich ständig anpassen, falls ich weit weg oder falls ich nah gucken möchte. Und diese Signale müssen über den optischen Nerv direkt ins Gehirn. Da muss es millionenfach verschaltet werden, dass hinten ein Bild entsteht und ich die Umgebung überhaupt erst wahrnehmen kann. Dann brauchen wir ein Gehör. Wir müssen ja auch hören, was so los ist. Das heißt, wir brauchen Ohren. Und diese Ohren sind ja auch sehr kompliziert. In unserem Ohr haben wir
multiple Organe, Systeme, die zum einen das Gehör selbst steuern, dem Trommelfell und die Nervensignalweiterleitung, aber auch das Gleichgewicht. Und auch das muss rechtwinklig alles sein. Es gibt in der Natur praktisch keine rechten Winkel, bis auf im Innenohr, wo unsere Muschel ein dreidimensionales Gebilde bildet mit 90 Grad. Und das ist deswegen wichtig, weil in diesen 90 Grad Winkeln in dieser Muschel Lymphflüssigkeit umspült wird und die ganzen Rezeptoren in einem Winkel so alle Dimensionen abdecken kann. Das ist der mir einzige bekannte 90 Grad Winkel in der ganzen Natur, im Innenohr. Und das muss auch alle Signale wieder zurück ins Hirn und das Hirn muss dementsprechend reflektorisch mein Gleichgewicht anpassen. Dann haben wir das Problem, dass wir auch noch einen Kreislauf brauchen. Die Nährstoffe müssen überall hin. Wir brauchen ein Herz. Von da müssen Arterien einmal in den gesamten Kreislauf reinkommen, alle Bereiche des Körpers erreichen, von Hände und Organe, Hormondrüsen. Überall müssen Nährstoffe, Sauerstoff hin. Das heißt, dass wir dann ein Arteriensystem haben, das einen gewissen Blutdruck braucht. Auf der anderen Seite brauchen wir Venen, die das Ganze wieder zurückführen. Es reicht aber nicht, wenn es nur ein Kreislauf ist. Wenn das Herz was wegpumpt und es kommt wieder zurück und es ist ein einfacher Kreislauf, dann verbraucht sich dieser Sauerstoff und es kommt überhaupt nichts mehr rein. Also brauchen wir irgendetwas, was den Sauerstoff nachfüllt und was auch Nährstoffbedarf wieder nachfüllt. Also müssen wir atmen. Dafür brauchen wir Nase, Mund und einen Rachen und eine Luftröhre, die sich in zwei Bronchien aufteilt, die sich dann wieder in viele Bronchiolen aufteilt, die sich dann wieder in viele kleine Bronchioli aufteilt, die dann überall kleine Luftsäckchen haben, die so dünn sind, dass sie nur eine Zellschicht haben, dass Sauerstoff durchgehen kann und in einen Lungenkreislauf reinkommen kann, der ständig das Herz wieder mit neuem Sauerstoff befüllt und das alte ausatmen. Und zufälligerweise ist das, was wir ausatmen, die Ernährung von Pflanzen. Und Pflanzen haben es andersrum, dass sie Sauerstoff produzieren, den wir wieder haben. Es ist also ein geniales Zusammenspiel zwischen der Pflanzenwelt und der Tierwelt, dass sie sich gegenseitig Ernährung bieten. Eine Synergie quasi. Eine Synergie. Mhm. Dafür ist das ganze Konzept eigentlich genial aufgebaut. Mhm. Jetzt ist es so, dass die Zellen natürlich einen Stoffwechsel haben. Sie brauchen Nährstoffe. Dafür ist jetzt diese Durchblutung gedacht. Dann brauchen sie aber auch diesen Stoffwechsel. Wenn sie es verbrauchen, brauchen sie Mineralien, Vitamine und all das, was sie halt eben brauchen, um die ganzen Enzyme zu bedecken. Und dann werden sie aber auch Müll produzieren. Und da muss der Müll irgendwo hin. Und das direkt ins Blut zu bringen, ist vielleicht auch nicht so günstig. Wir brauchen irgendwie, wenn die Venen das aufnehmen würden, wären die Venen irgendwo offen und dann könnte es bluten. Das wäre auch nicht so gut. Also müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir den ganzen Müll von den ganzen Zellen, das sind ja 30 bis 100 Billionen Zellen in unserem Körper, zurück und zur Ausscheidung. Und das passiert über ein Lymphsystem. Also haben wir kleine offene Lymphgefäße überall, die überall wie so kleine Staubsauger den ganzen Müll einsaugen und das Ganze in ein Lymphsystem und oben wieder in die Vene einführen, damit sie langsam über die Niere wieder ausgeschieden werden können. Und somit haben wir ein Entsorgungssystem. Ein Recycling-System sozusagen. Das sind natürlich nur einige von den Dingen, die man bedenken muss. Jetzt müsste man auch überlegen, dieser Mensch, der hat jetzt schon einige Dinge, aber was ihm vielleicht fehlt, wenn er sich jetzt einmal aufs Feuer lehnt, ist die Fähigkeit, die Hand schnell zurückzuziehen. Das heißt, er braucht Sensibilität. Die Haut muss mit kleinen, feinen Rezeptoren ausgestattet sein, die Nervensignale ins Hirn bringen. Aber weil das ein Weg ist, der dann verschaltet werden muss und bevor man dann von einem brennenden Feuer oder von einer heißen Herdplatte die Hand zurückzieht, braucht man einen schnelleren Reflex. Und deswegen sind diese Gefahrenreflexe, wenn etwas heiß oder schmerzhaft ist, dieses schnelle Wegziehen ist ein monosynaptischer Reflex. Mhm. Das heißt, es kommt ein Nervensignal über beispielsweise die Finger ins Rückenmark und wird sofort in die Gegenmuskulatur gesteuert. Und es gibt einen, wenn ich jetzt einen Streckreflex und eine Streckung des Körpers habe und dann eine heiße Fläche anbiete, wäre es ja gut, wenn die Gegenmuskulatur angesteuert wird und ich diese Gegenbewegung einleiten kann. Das heißt, die Streckbewegung muss sofort beendet werden und die Gegenbewegung über den anderen Muskel muss sofort initiiert werden, innerhalb von einer kurzen Zehntelsekunde. Und das ist dieser Reflex, der über das Rückenmark, ohne dass das Gehirn etwas tut. Das ist heiß oder schmerzhaft oder Steckdose. Und das ist etwas, was natürlich dann zum Überleben gedacht ist. Mhm.
Dann haben wir einen Menschen, der mit der Umwelt noch gar nicht richtig interagieren kann. Das heißt, die ganzen Pflanzen und Erde und Tiere, alles ist mit einem Mikrobiom bedeckt. Viren und Bakterien und Pilze und Parasiten sind überall. Das heißt, der Mensch kann sich gar nicht irgendwie davon loslösen. Wir müssen diesen Menschen jetzt mit massiven Anteilen von Bakterien und Viren und Parasiten und Pilzen überhaupt bedecken, dass er in diese Umwelt passt, dass er überhaupt adaptieren kann. Wir haben, je nachdem, welche Schätzung man liest, ich glaube 1972 war noch die Schätzung, dass wir 10-mal mehr Bakterien im Körper haben als Zellen. Mhm. Jetzt habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass das eher so 1:1 oder eher 1:1,5 ist, dass die Bakterien nur leicht in der Überzahl ist. Ich habe es nicht gezählt, ich kann es nicht sagen, aber es sind natürlich sehr, sehr viele Bakterien, die auch dann ausgeschieden werden mit dem Stuhl, aber es bilden sich ja ständig neu, weil wir auch essen und in der Ernährung ist ja auch immer eine Besiedlung mit Bakterien drin. Und das ist auch wichtig, weil man muss sich auch überlegen, dass wir einmal die Barrieren geschaffen haben, Haut, aber diese Haut geht direkt in die Lippen, in die Schleimhaut, in den Rachen, in die Speiseröhre, durch den Darm und unten dann wieder in die Haut über. Das ist eine gemeinsame Decke, die außen von innen trennt. Und diese Barrieren müssen geschützt werden um jeden Preis. Das ist eines der wichtigsten Aufgaben, diese Barrieren gesund zu halten, damit ich außen von innen trennen kann. Weil wenn ich das nicht mehr habe, dann können Dinge von außen nach innen kommen, die nicht nach innen gehören. Und dann haben wir ein Problem, dass gewisse Prozesse angefangen werden, gestört zu werden. Und die Darmschleimhaut ist von vielen Dingen beeinträchtigt. Wenn wir eine schlechte Ernährung haben oder wenn wir rauchen, wird die Schleimhaut des Rachens und der Bronchien geschädigt. Wenn wir trinken und Antibiotika nehmen, wissen wir, dass wir das Mikrobiom beschädigen, was ja unter anderem dafür da ist, dass die Barrieren intakt bleiben. Mhm. Zum anderen ist es ja auch sinnvoll, dass die Barrieren unser Immunsystem abbilden. Deswegen ist auch 80% unseres Immunsystems im Darm gelegen, weil es die wichtigste Barriere nach außen darstellt. Und weil sie mechanisch nicht so stabil ist wie die Haut, ist noch mehr im Darm, damit diese Stoffe gleich abgewehrt werden können, wenn sie nicht dorthin gehören. Wenn wir etwas zu uns nehmen, was nicht zu uns gehört, beispielsweise eine Lebensmittelvergiftung, dann müssen wir irgendwie einen Reflex einbauen, dass die Entgiftung sofort funktioniert. Das heißt, dass dann ein Signal irgendwie vom Magen zum Hirn kommen muss, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mein Gehirn muss den Gegenreflex, genau wie dieses Zurückziehen vom Feuer, muss mein Gehirn den Reflex wieder umkehren, dass der Schluckreflex umgekehrt läuft und das ist das, was wir als Erbrechen kennen. Mhm. Das heißt, Erbrechen ist im Prinzip eine Art Entgiftung, um das hinaus zu befördern, was nicht gut für mich ist. Aber das wird autonom gesteuert, das muss ich Gott sei Dank nicht selber regeln. Das Gleiche gilt aber auch auf der anderen Seite. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nach Mexiko auswandern, dann habe ich das Problem, dass in Mexiko andere Bakterien sind als hier in Deutschland. Damit ich mich aber dieser neuen Umgebung anpassen muss, muss sich mein Mikrobiom ändern. Und der beste Weg, das zu tun, ist das Mikrobiom an dem anderen Ende wieder rauszuschleudern. Und das ist das, was wir als Reiseerkrankung oder Reisedurchfall kennen. Ist nicht, in meinen Augen zumindest, nicht eine echte Erkrankung, sondern ist ein Versuch des Körpers, sich der neuen Umgebung anzupassen. Da werden die Bakterien hinausbefördert, die ich nicht mehr brauche. Und durch die Ernährung kommt dann die neue Besiedlung mit den Bakterien, die der Umgebung passend sind. Und deswegen ist das auch immer selbstlimitierend. Das ist aber ein Prozess, der auch vom autonomen Nervensystem gesteuert wird. Und deswegen ist wichtig, dass das autonome Nervensystem funktioniert. Und das wiederum ist ja integrativ in diese Wirbelsäulenstruktur drin. Wir haben den Sympathikus an der Brust- und oberen Lendenwirbelsäule als zwei Stränge und den Parasympathikus ganz oben an der Halswirbelsäule und unten am Steißbein. Und von da werden die Nervenfasern überall hingebracht. Und ich hatte zum Beispiel letzte Woche einen Patienten, der genau dieses Problem hatte. Der ist in Südamerika unterwegs gewesen und der hat dieses Ausflaschen des alten Mikrobioms über Wochen gehabt und es hat nicht aufgehört und hat Antibiotika bekommen und hat Medikamente bekommen, um das zu unterbinden, diesen Durchfall, was ja auch verständlich ist. Man möchte ja nicht wochenlang mit Durchfall durch Südamerika reisen. Aber die Frage, warum das nicht aufhört, ist ja auch interessant.
Und in meinen Augen ist es ganz wichtig zu gucken, wie ist dann die Struktur der Wirbelsäule, weil da kommen ja die Nerven her, die diesen Prozess normalerweise steuern. Mhm. Und da findet man dann immer irgendwelche Probleme, das kann man lösen und normalerweise ist das dann selbstlimitierend wieder. Und eine interessante Sache, die vielleicht noch hier zu erwähnen ist, ist, dass wir einen Blinddarm haben, von dem viele ja eigentlich denken, dass er überflüssig ist. Deswegen wird er häufig auch rausoperiert. Leider. Wenn man Unterbauchschmerzen hat, ist das eine der schnellsten Dinge, die man dann in Gang setzen kann. Aber er hat schon eine Funktion, sonst wäre er nicht da. Und eine Überlegung, man kennt es von Vögeln, ist, dass es erstens ein Immunorgan ist und zweitens kann es ein Rückzugsort gerade für solche Situationen sein, wo der Mensch von einem Ort zum anderen will und dort in eine andere Umgebung kommt, dass die Bakterien, die ursprünglich in meinem Magen-Darm-Trakt zu finden sind, einen Rückzugsort haben, während die Neubesiedlung über den Darm stattfinden kann. Und wenn ich dann wieder zurückgehe an meinen alten Ort, dann kann diese ganze Gegenreaktion viel flüssiger ablaufen, ohne dass ich dann nochmal eine solche starke Reaktion habe. Deswegen häufig ist es so, wenn man beispielsweise in Länder wie Ägypten oder Mexiko, so südliche Länder, wo eine andere Mikrobiomlandschaft ist, diese Durchfallerkrankung hat, wenn man dann zurückkommt, hat man es meistens nicht mehr, weil die Neubesiedlung viel schneller vonstatten gehen kann. Und das ist ja auch, wenn man jetzt einen Mensch bauen will, ist das etwas, woran man vielleicht denken könnte. Jetzt haben wir noch ein Problem. Wir möchten ja, dass dieser Mensch auch wächst und gedeiht. Da muss er wach und schlafen können. Das heißt, er muss sich an Licht adaptieren können, Tag und Nacht. Dafür brauchen wir Hormone. Und diese Hormone müssen irgendwo herkommen und die müssen irgendwo hingehen und irgendwas tun. Und die müssen gesteuert werden. Und die müssen zur richtigen Zeit genau die richtige Menge produziert werden, damit wir genau die richtige Reaktion erreichen. Wachstum muss gesteuert werden. Es muss auch gesteuert werden, dass es zur richtigen Zeit aufhört. Das ist ja auch ein Wunder, dass zwei Zellen sich verschmelzen und daraus 4 und dann 8 und dann 16 werden, das Ganze immer mehr wird, ohne dass ein Nervensystem besteht. Mhm. Das ist ja schon, dann fragt man sich, wie ist das überhaupt möglich? Woher weiß diese Zelle, was sie zu tun hat? Ich meine, die genetischen Geschichten laufen automatisch ab, aber warum tun sie das? Das müssen wir, wenn wir einen Menschen bauen wollen, mit berücksichtigen. Und das fängt dann an, so kompliziert zu werden. Und das sind so viele Dinge, die damit reinspielen, dass irgendwann dieser Überblick aufhört und man dann aufgibt. Und ich denke, das soll ja auch eigentlich die Quintessenz dieses Gedankenspiels sein, zu verstehen, dass wenn man versucht, einen Menschen zu verstehen, so viele Prozesse ablaufen und in den 50 Billionen Zellen alles gleichzeitig, dass das eine so große Menge an Informationen ist, dass wir als Menschen das gar nicht nachvollziehen können. Egal, wie lange ich Medizin betreibe, ich werde nie alle Details verstehen, die einen Menschen ausmachen. Und da kommen noch viele andere Dinge dazu. Gedanken, Denken, Emotionen, zwischenmenschliche Beziehungen, Gefühle. Das sind alles Dinge, die irgendwie noch mit integrativ zu einem Menschen gehören. Aber das alles so reinzubauen, dass daraus ein funktionierendes organisches System wird, ist in meinen Augen ein Wunder. Das sehe ich genauso. Also ich habe mich, wie gesagt, schon vor Jahren mal damit beschäftigt, mit diversen Zahlen, was alles passieren muss, damit der Mensch eben einfach tagtäglich durch seinen Tag gehen kann und auch durch die Nacht, und war extrem beeindruckt. Und ich finde es immer schade, weil die wenigsten Menschen sich Gedanken drüber machen. Deswegen bin ich sehr dankbar, wenn du das jetzt so, oder dass du das so aufgegliedert hast, was da alles passieren muss, dass man merkt, oh Gott, was habe ich da eigentlich und wie gehe ich damit um? Denn das finde ich dann eben einfach manchmal so fatal. Wie gehen wir mit unserem physischen Körper um? Wie gehen wir mit dieser großen Intelligenz, die wir da zur Verfügung haben und womit wir unser Leben bestreiten? Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Ernährungstechnisch und. Ja, es hört sich so fragil an. Ja. Es sind so viele Prozesse, die stattfinden müssen. Was ist, wenn ich was falsch mache? Ja. Aber Gott sei Dank muss ich mir darüber keine so großen Gedanken machen, weil es alles automatisch passiert in jedem Lebewesen. Und tatsächlich ist es aber so, je besser dieses intrinsische System funktioniert, desto gesünder bleibe ich. Und je mehr Störfaktoren da reinkommen, desto mehr kommen wir dann von diesem gefühlten, organisierten Chaos in ein desorganisiertes Chaos. Und das ist dann etwas, wo dann bestimmte
Störfaktoren Probleme verursachen können, die sich ganz unterschiedlich auswirken können. Und das wäre dann sozusagen Thema im nächsten Video, wie man einem großen, organischen, komplizierten, dynamischen, aber selbstregulierenden System eine Funktion reinbekommt und was passiert, wenn man diese Funktion langsam nimmt und welche Störfaktoren welche Auswirkungen haben und wie man das Ganze wieder zurückdrehen kann. Eine Frage tut sich natürlich immer auf, ne? Also wenn du so die Zellteilung beschreibst und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja auch die Fälle, dass Menschen mit diversen Störungen schon geboren werden, wo also die Dinge nicht so funktionieren wie unter normalen Umständen. Worauf ist das eigentlich so zurückzuführen? Kann man nicht wirklich beantworten. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn man sich anschaut, wie genau alles normalerweise gedacht ist oder wie es eigentlich funktionieren soll, dann ist es dann ist irgendwas nicht in Ordnung, wenn jemand auf die Welt kommt, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Das gibt es in allen natürlichen Bereichen, soweit ich das weiß, aber ich glaube, bei Menschen ist es deutlich häufiger als zum Beispiel bei Haien. Oder bei Käfern oder bei anderen Pflanzen. Wenn die in einer gesunden, natürlichen Umgebung ins Leben kommen, dann sind sie auch gesund. Das ist auch bei Menschen, wir sind ständig bestrebt, gesund zu bleiben. Mein Nervensystem macht nichts anderes den ganzen Tag, außer Regeneration von Gewebe. Das ist ein intrinsischer Prozess, der in uns einprogrammiert ist. Das ist immer der angestrebte, natürliche, automatische Zustand des Gesundheit. Alles andere ist nicht angestrebt. Und wenn aber irgendwas passiert, egal ob es jetzt angeboren ist oder ob es im Laufe des Lebens entwickelt wird, dann ist irgendwo ein Störfaktor. Und wo der ist, das kann unterschiedlich aussehen. Es gibt eine Studie von kanadischen Schwangeren. Da hat man dann die Muttermilch dann untersucht und man hat über 100 krebserregende Stoffe in der Muttermilch gefunden. Und wenn die in der Muttermilch schon sind, bei ansonsten nicht symptomatischen Menschen, kann man sich ja nur vorstellen, dass das Blut auch nicht ganz störfaktorfrei sein kann. Und wenn das ist, was dann dieses Embryo ernährt, dass da vielleicht hier und da etwas nicht ganz so ist, wie es vielleicht von der Natur gedacht ist, ist ja nicht ganz abwegig. Mhm. Wir leben ja auch nicht in einer Welt ohne Toxizität. Leider. Das nehmen wir irgendwie auf, in unterschiedlichem Ausmaß. Das werden wir dann auch weitergeben, wenn es in unserem Körper drin ist. Und das zu entgiften und auszuscheiden, ist ja immer der Mechanismus, der angestrebt ist. Aber ich denke, das, was wir angestrebt haben jetzt in diesem Gespräch, das dürfte erreicht sein. Du hast das so toll ausgeführt mit diesen, mit diesen vielen Funktionen, über die wir während des Tages niemals nicht nachdenken. Und selbst wenn wir nachdenken würden drüber, dann würden wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen. Ich hatte kurzfristig noch die Idee, mit der KI, die heute in unser aller Munde ist, ob die vielleicht irgendwann mal in der Lage ist, dieses Konzept Mensch oder menschlicher Organismus, überhaupt auch tierischer Organismus, da geht's ja, bleibt ja nicht beim Menschen, ob die irgendwann mal in der Lage ist, das zu errechnen, zu erfassen, wie auch immer. Aber dann müssen wir uns überraschen lassen, oder? Was hältst du davon? Also in der Theorie würde ich sagen, nein. Ich glaube, der Mensch kann noch so viel erschaffen und die Intelligenz, eine weitere Form, ich will nicht sagen von Leben, aber etwas zu entwickeln, was intrinsisch schon anfängt zu denken, das ist schon sehr erstaunlich. Aber etwas zu erschaffen, das so kompliziert und so von innen heraus funktioniert, ohne dass man von außen etwas dafür tut, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre, manche würden sagen göttlich und wir sind nicht göttlich. Für mich ist die Natur so eine Urgewalt, dass wir das als Menschen niemals reproduzieren können, egal was wir machen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich denke, das hat schon seinen Sinn. Ja, ja, Gott sei Dank. Wir haben noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, was so dein Fachgebiet ist. Ich habe zwar eingeleitet, ne, du bist Unfallchirurg und Orthopäde und hast ja, also es gibt ja schon diverse Gespräche, diverse Interviews auf QS24, die ich unbedingt empfehlen würde anzuschauen mit Matthias und wo du
einfach deinen Ansatz, deine Gedanken präsentierst, woher die meisten oder sehr, sehr viele Krankheiten eigentlich in der Ursache rühren, was den physischen Körper angeht, was für mich total einleuchtend ist, aber auch wieder völlig neue Erkenntnis gegeben hat, ne? Dass man nicht da ansetzt, wo das Symptom quasi auftaucht am Körper, sicht- oder spürbar ist, sondern dass wirklich dein Ansatz ja ist, dass es aus dem autonomen Nervensystem oder ich sage jetzt mal die strukturelle Ordnung der Wirbelsäule, dass man dort am besten ansetzt, wenn man, ich sage jetzt, einen großen Teil von Krankheiten regenerieren möchte. Es ist zumindest ein Teil der Lösung. Mhm. Ich stelle mir jede Erkrankung oder jede Diagnose wie eine Art Puzzlebild vor. Mhm. Und mal angenommen, ich habe jetzt zwei Menschen mit Rückenschmerzen und dann ist Rückenschmerz für mich dieses Puzzlebild. Und es hat verschiedene Anteile von Puzzleteilchen. Mhm. Aber bei dem einen mit Rückenschmerzen und bei dem anderen sind diese Teilchen nicht gleich verteilt. Bei dem einen ist die Struktur der Wirbelsäule ganz groß. Und wenn ich das wieder reparieren kann, dann ist das Symptom mit Sicherheit weg. Mhm. Bei dem nächsten ist vielleicht eine emotionale Komponente größer als bei dem anderen. Da wäre es vielleicht sinnvoll, auch emotional irgendwie Probleme zu lösen, die das autonome Nervensystem in eine Stresssituation bringen. Bei dem nächsten ist vielleicht die Ernährung ein größeres Puzzlestück und die Wirbelsäule auch da, aber kleiner. Mhm. Und wenn die Wirbelsäule beispielsweise ein ganz kleines Puzzlestück ist von dem Gesamtbild, da kann ich ganz viel machen, aber da passiert nicht ganz so viel. Okay. Und wenn das Puzzlestück sehr, sehr groß ist und der Rest eigentlich marginal, dann sind es meistens diese spektakulären Erfolge, wo nach ein, zwei Behandlungen alles Mögliche weggeht. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Aber deswegen ist es nicht bei jedem Menschen gleich, weil jeder eine unterschiedliche Puzzlestückverteilung in seiner Diagnose hat. Mhm. Okay. Das wollte ich aber unbedingt noch angesprochen haben, eben, dass die Zuschauer, die dich jetzt das erste Mal vielleicht sehen, dass die auch wissen, was dein Fachgebiet ist. Genau. Und wo findet man dich auch im Internet? Ja, ich habe eine Webseite, die Praxis heißt Impulse Health Management. Auf dieser Webseite gibt es einen Newsletter, da kann man sich gerne anmelden. Ich werde da jede Woche neue Gedanken, neue Ideen oder Teile aus dem Buch oder was auch immer gerade los ist, mitteilen. Vielleicht habe ich auch mal einen Patient der Woche, der interessant ist. Und da darf man sich jederzeit anmelden. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt Patient bei mir ist. Und in Ulm sind wir niedergelassen und da ist die Praxis. Also ich melde mich auf jeden Fall gleich an, wenn wir fertig sind mit unseren Gesprächen. Und weil ich finde deinen Ansatz toll, ich finde deine Sichtweise auf den Menschen fantastisch, deine Demut, die du hast gegenüber dem Menschen, gegenüber der Schöpfung, sagen wir es mal so. Und ja, das kann nur zu was Gutem führen. Ich danke dir und ich kann den Zuschauern eigentlich auch nur empfehlen, die Sendungen, die auf QS24 schon bestehen, mit dir, sich das auch noch anzusehen. Denn ja, das erweitert das Weltbild. Denke ich auch. Ich danke dir sehr und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche. Sehr gerne, danke auch. Bis dahin. Auch Ihnen sage ich ganz lieben Dank, dass Sie dabei waren. Und ja, ich hoffe, wir haben Sie etwas inspiriert. Und ich hoffe natürlich ganz besonders, dass Sie ja, vielleicht so wie ich, ehrfürchtig geworden sind. Nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Für ihren Organismus, für ihren Körper. Und dass sie sorgsam damit umgehen und bitte auch liebevoll. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin alles Liebe und Gute. Auf Wiedersehen.